Danke, Paul, für die Einführung. Mein beruflicher Hintergrund ist für die kommenden 45 Minuten nicht von Bedeutung. Den werde ich versuchen, hier abzustreifen. Und wir werden versuchen, trotz der jetzt vielleicht biorhythmisch etwas schwierigen Ausgangslage, das Ganze nochmal anzuheizen. Und ich möchte hier auch ganz gerne nochmal zurückkommen auf die Fragestellung, die Paul Klimpel selbst zu Anfang aufgeworfen hat, nämlich was geht eigentlich im Rahmen der Zugangsgestaltung? Und ich möchte die Fragestellung insofern verschärfen, sagen, was sollte gehen? Und zu diesem Zweck haben wir uns ein sehr, sehr buntes und sehr, sehr kompetentes Podium zusammengestellt. Ich bin froh, dass alle zusagen konnten. Hier sitzen zwei Vertreter aus klassischen Gedächtnisinstitutionen und hier sitzen drei Vertreter aus Feldern, die sozusagen mit klassischen Gedächtnisinstitutionen in einen Dialog und auch in eine Beziehung kommen. Ich werde die Gäste auf dem Panel nach und nach kurz vorstellen. Ansonsten entnehmen Sie die Informationen auch dem beigelegten Material. Zunächst begrüßen möchte ich Professor Johannes Vogel, seit 2012 Generaldirektor des ruhmreichen Berliner Museums für Naturkunde, und er war zuvor Chefkurator der botanischen Abteilung am Natural History Museum in London. Und er hat zu seinem Amtseintritt ein, wie ich finde, bemerkenswertes langes Interview mit der Zeit gegeben, aus dem der Satz zu entnehmen ist: ein Archiv, das wir der ganzen Welt öffnen können. Das ist sozusagen die Zukunftsvision für die eigene Institution. Ich würde unterstellen, aber nicht nur für die eigene Institution. Für Wikimedianer klingt dieses Mission Statement, Sie erinnern sich doch sehr ähnlich zu dem Geist und zu der Philosophie, aus der mal irgendwann die Wikipedia entstanden ist. Aber fragen wollte ich Sie: machen Ihnen eigentlich die vorhin aus Norwegen vorgestellten Zahlen irgendwie Angst, dass da mittlerweile doppelt so viele Besucher auf der digitalen Präsenz sind als in der Institution selbst? Funktioniert das? Ja, kann man mich hören. Das macht mir überhaupt keine Angst, weil das sind ganz unterschiedliche Interessen, die wir bei den Besuchern abgreifen. Wenn man das genuine Objekt sehen will, wenn man sich mit dem Objekt auseinandersetzen will, wenn man seine eigenen Urteile und Wahrheiten finden will, dann muss man ins Museum gehen. Wenn man zum Beispiel in unserem Fall Forschung an den Objekten machen will, ist es mit Sicherheit sinnvoller, sich im Web als erstes zu bedienen. Und wir wissen auch, dass eine gute Webpräsenz von Museen eigentlich mehr Besucher in die Museen bringen. Inwieweit ist es überhaupt Teil jetzt Ihrer Strategie, die ja auf verschiedenste Dinge achten muss, die Qualität der Forschung, die Qualität der Vermittlung, inwieweit steht eigentlich die Digitalisierung auch, inwieweit ist sie priorisiert? Sie beherbergen, glaube ich, 30 Millionen Objekte. Es ist davon auszugehen, dass man das nicht von heute auf morgen digitalisieren kann. Vielleicht ist es auch gar nicht notwendig. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, woher das Auditorium hier kommt, aber die Größenordnungen, die naturkundliche Sammlungen haben, gegenüber anderen Sammlungen, sind schon ziemlich krass. Insgesamt sind in den großen Naturkundemuseen der Welt bis zu 3 Milliarden Objekte, die auch alle katalogisiert sind. Bei uns zum Beispiel liegen 30 Millionen, von denen wir nur 10.000 ausstellen. Das ist in Kunstmuseen höchstwahrscheinlich anders. Da hat man vielleicht 5.000, 6.000 Gemälde, von denen man, wenn man Glück hat, 4.000 zeigen kann. Das ist bei uns überhaupt nicht die Sache. Wir sind ein Forschungsmuseum. Das meiste, was wir machen, passiert bei uns hinter den Kulissen, wo 200, 300 Forscher aus aller Welt Tag und Nacht arbeiten, um die Objekte mit Fragen zu belöchern und spannende Artikel rauszukriegen. Das heißt also, wir haben ein bisschen andere Voraussetzungen hier. Aber diese drei Sachen müssen zusammengedacht werden. Wir machen die Forschung an unseren Sammlungen und entwickeln damit den Wert unserer Sammlung, und unsere Ausstellungen sind alle wissenschaftsbasiert. Das heißt, die Erkenntnisse, die wir aus den Sammlungen und aus der Forschung machen, werden direkt in die Forschung übertragen, und Sie kommen ja heute Abend zu uns und da werden Sie sehen, dass unsere Dinosaurier Exoskelette haben, jedenfalls die, die wir selber aufgebaut haben, nicht die Carnegie aufgebaut hat, können wir heute Abend noch was zu sagen. Und diese Exoskelette sind dazu da, weil sich das Bild, wie der Dinosaurier gelaufen hat, verändert hat in den letzten 150 Jahren und wir so das Ganze immer der neuesten Forschung anpassen können.
Herr Hollmann, Sie sind seit 2011 Präsident des Bundesarchivs, waren vorher zuständig für die Abteilung, die sich um die bundesrepublikanische Geschichte kümmert. Auch an Sie die Frage, es geisterte so eine Zahl vorhin auch aus dem Vortrag herum, 3 Terabyte neues digitales Material pro Woche. Sorgen Sie sich um die Skalierungsfähigkeit Ihrer Arbeit oder sorgen Sie sich in erster Linie um andere Dinge? Ich mache mir natürlich viele Sorgen, was die Datenmengen angeht, denn 3 Terabyte, das sind ja schon mal Größenordnungen. Und wenn ich es jetzt auf die Verhältnisse des Bundesarchivs übertrage, dann reden wir zwar nicht im Bereich des konventionellen Schriftguts, das wir digitalisieren, und selbst auch bei genuinen digitalen Unterlagen aus der Verwaltung nicht von solchen Größenordnungen. Aber wenn wir sind ja auch Filmarchiv, wenn wir über digitalisierten oder genuin digitalen Film reden, dann reden wir im Prinzip bei jedem Film über mehr als 3 Terabyte, sodass wir schon uns ernsthaft Sorgen machen müssen, wie wir mit solchen Mengen umgehen, denn dann ist die Petabyte-Grenze schnell erreicht, und das sind Dimensionen, mit denen Archive, selbst große Archive, normalerweise nicht rechnen müssen. Wir sprachen eben beim Essen kurz über die Tonbandprotokolle von Helmut Kohl. Ich habe jetzt irgendwie kurz gehört, er hat in der erstinstanzlich auch gewonnen. Wie ist es bei Ihnen, wie ressourcenintensiv ist eigentlich so eine Eingangskontrolle von einem Tonband, von einem Schriftstück, das Sie in Ihre Bestände übernehmen? Kann man da einen statistischen Mittelwert irgendwie bilden? Nein, das kann man so nicht sagen, denn das sind ja keine homogenen Medien. Ich hatte befürchtet, dass Sie auf das Thema zu sprechen kommen. Das größere Problem ist ja in dem Fall nicht, das sind nicht die Tonbände als solche, sondern das größere Problem ist, dass Herr Schwan seine Ankündigung wahrgemacht hat und mich angerufen hat, um mir die Tonbänder anzubieten, dass ich ihm aber sagen musste, dass ich an diesen Tonbändern so lange nicht interessiert sein kann, wie es keine geklärte Rechte-Situation gibt. Und solange ich, wie in diesem konkreten Fall, sogar bösgläubig sein muss, dass da eine streitige Rechte-Situation existiert, kann ich mir um diese Dinge gar keine Gedanken machen können. Dafür haben wir auch zu viele schon im Archiv befindliche Medien verschiedenster Art, von Bildern, Tönen, Filme, Akten natürlich, Datenbanken, um die wir uns kümmern müssen, als dass ich dann einem solchen Objekt so viel Zeit geben, zugestehen könnte. Aber in der Tat sind es oft die Prüfung und die Erschließung natürlich, was wir nicht erschlossen haben, können wir auch der Öffentlichkeit nicht mitteilen, dass wir es haben. Und dann ist es auch weg, zumindest faktisch. Es sind die Erschließungen, es sind Rechteprüfungen, die dann oft viel mehr Zeit und Mühe einnehmen als die Digitalisierung selbst und dann die Bereitstellung. Wir werden hier auch die rechtlichen Fragen gar nicht vertiefen. Das soll morgen geschehen in einem spezialisierten Panel. Und ich möchte jetzt vielleicht mal übergehen von der sozusagen institutionellen Optik auch auf die Optik der Weiternutzung. Max Kaiser als Abteilungsleiter für Forschung und Entwicklung in der Österreichischen Nationalbibliothek ist für die Veranstaltungsreihe Suche und Gestalten alter Bekannter. Er, glaube ich, war 2011 schon mal zu Gast und hat damals geschildert, wie sein Haus anfängt im Rahmen als institutioneller Partner im Rahmen des Google Books Projekt massenhaft zu digitalisieren. Jetzt erstmal darauf zurückkommend, inwieweit gibt es schon Aussagen auch über die Nutzung der digitalisierten Items? Also wir haben, wie gesagt, vor 3 Jahren mit diesem Projekt begonnen und sind seit dem Vorjahr online mit mittlerweile rund 200.000 Bänden, die sehr stark genutzt werden. Und man kann auch sagen, dass es sozusagen jetzt zwei Arten von Nutzungen gibt. Die einen, die im Internet durch Volltextsuche auf Bestände stoßen bzw. Dinge finden, die sie in der Bibliothek nicht finden würden. Und die anderen Benutzer, die nach wie vor in unsere Lesesäle kommen und die Bücher vor Ort sehen wollen. Also wir sehen keinen Rückgang jetzt in der physischen Benutzung der Bestände.
Aber das war jetzt für uns erst der erste Schritt. Also wir haben in einem ersten Schritt dieses Online-Portal zu den Büchern gemacht und der nächste Schritt ist aber jetzt, die Bestände für die digitalen Geisteswissenschaften beispielsweise zu öffnen, durch Datenschnittstellen, wo man dann mit Tools in die Daten hineingehen kann und Forschungsfragen stellen kann, was bislang nicht möglich war. Also das ist der logische nächste Schritt für uns. Und gibt es dafür auch schon Partnerschaften zu literaturwissenschaftlichen Einrichtungen etc.? Ja, also es gibt beginnende Partnerschaften in Österreich mit der Akademie der Wissenschaften im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften und wir sind jetzt gerade dabei, einige neue Projekte aufzusetzen, gemeinsam mit den Mitpartnern aus den Geisteswissenschaften, um sicherzustellen, dass das, was wir da machen, auch wirklich Anschlusscharakter hat, also dass es wirklich nutzbar ist für die Wissenschaften, weil wir müssen natürlich wissen, wie braucht ihr die Schnittstellen, wie wollt ihr unsere Daten nutzen, was sind die Fragen, die ihr an unsere Bestände stellen wollt. Digitale Geisteswissenschaften ist genau das richtige Stichwort, denn dafür steht Kurt Findt, der am MIT in Boston arbeitet als Professor und eine Einrichtung vorsteht, die sich Hyperstudio nennt. Und nicht nur ich frage mich, glaube ich, was macht das Hyperstudio, wenn es schon so einen flamboyanten Namen hat? Genau, also der Name ist natürlich auch Programm. Das geht natürlich darum, es geht um die Vernetzung. Es geht um das Hyper-Reading, es geht um Hypertext eigentlich. Ja, das ist ein älteres Konzept, das ja schon 1945 von Vannevar Bush eigentlich konzipiert wurde. Aber es geht vor allen Dingen um die Vernetzung. Und wir setzen eigentlich genau da an, was mein Vorredner gesagt hat, wie kommen wir, wir bauen die Tools, die eben dann über Schnittstellen dann zu diversen digitalen Archiven eigentlich zugreifen. Und das ist, wir machen das auf der einen Seite für die Lehre, aber auch für die Forschung. Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da ansetzen, wo auch junge Wissenschaftler ausgebildet werden in diesen Tools, wo man experimentiert, wo man überlegt, wie müssen diese Schnittstellen auch gestaltet werden. Wir entwickeln natürlich auch Software, Visualisierungen und so weiter. Und es ist genau an dieser Stelle, wo wir sehen können, es gibt nicht nur ein Archiv, sondern wir müssen gleichzeitig auf ganz unterschiedliche Archive zugreifen können, um diese Forschung, die wir betreiben wollen, und das geht über die gesamten Geisteswissenschaften, ich bin selber Literaturwissenschaftler, aber wir arbeiten mit Historikern, mit Politologen, mit Soziologen und so weiter zusammen. Jetzt gibt es natürlich staatliche Einrichtungen in den USA, die quasi per Default ihre Inhalte und Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Es wäre sonst auch gar nicht für den amerikanischen Taxpayer sonst auch gar nicht vermittelbar. Wir gucken da aus europäischer Sicht häufig etwas neidvoll über den großen Teich. Dadurch, dass Sie selbst Europäer sind, auch gearbeitet haben in Deutschland und der Schweiz, wie würden Sie vielleicht den Unterschied mal grob modulieren? Also natürlich immer schwierig, das so generell zu sagen, aber was ich, glaube ich, in USA sehe, ist eine sehr viel größere Bereitschaft zu experimentieren, also neue Ansätze zu verwirklichen und zu sagen, okay, wir probieren das einfach mal aus. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt in eine größere Struktur münden. Und ich habe manchmal den Eindruck, was auf der einen Seite auch eine gute Seite hat, dass man in Europa oft versucht, okay, wir machen jetzt eine große Struktur, über die alle Wissenschaftler darauf zugreifen können. Ich glaube, es wäre eigentlich fast wichtiger, dass man Möglichkeiten findet, wie diese unterschiedlichen Experimente unterschiedliche Gruppen eigentlich zusammenarbeiten können. Ja, nicht so sehr große Strukturen, sondern wie kann man zusammenarbeiten? Und da kommen dann die APIs rein, aber es gibt noch andere Ideen in diesem Bereich. Also da würde ich sagen, ist ein wesentlicher Unterschied. Anderer Unterschied ist natürlich Finanzierung. Ja, Finanzierung ist in Europa wesentlich besser. Ja, es ist alles von Drittmitteln finanziert in USA, aber das fördert wahrscheinlich auf der anderen Seite auch diese Experimentierung und die Bereitschaft in verschiedene Bereiche. Wir werden da in der zweiten Durchlauf sicherlich dann nochmal etwas tiefer nachfragen können. Last but not least begrüße ich die einzige Frau auf dem Podium, Alice Wiegern, seit 2012 im sozusagen Aufsichtsrat der Wikimedia Foundation. Die Wikimedia Foundation betreibt große Plattformen wie die Wikipedia, Wikimedia Commons und Wikidata. Alice Wiegern sieht da ihr ehrenamtliches Spielbein, wobei ich natürlich weiß, dass es sehr zeitintensiv ist. Im Brotberuf arbeitet sie als persönliche Referentin im rheinischen Meerbusch der Bürgermeisterin zu und hat vorhin da auch den ganzen IT-Bereich administriert. Also eine Mischung aus Tech
und enzyklopädischem Interesse. Ich könnte mir vorstellen, dass in eurem Gremium eine Vielzahl von institutionellen Beziehungen auch diskutiert wird. Könntest du mal versuchen zu sagen, wie man, wenn man auf die europäische Landschaft blickt, aber auch auf die außereuropäische, was im Hinblick auf die Verknüpfung eines zivilgesellschaftlichen Open-Content-Projekts und den Bereich der Kulturinstitutionen wünschenswert wäre? Könntest du das versuchen, in so einen synoptischen Blick zu bringen? Also wir machen jetzt mal die große Wunschtüte auf, nach dem Motto. Was für uns bei der Wikimedia Foundation auch in Betrachtung unserer Mission immer wichtig ist, ist, dass wir versuchen, Beziehungen zu knüpfen, die letztendlich nicht nur für eine Seite fruchtvoll sind, sondern für sogar mehr als die zwei Seiten, die dann beteiligt sind, letztendlich für alle, die da einen Nutzen dran ziehen können. Unsere Idee dabei ist vor allen Dingen halt auch, Ergebnisse zu generieren, die nicht nur singulär verwertbar sind, sondern die für sich einen Mehrwert darin enthalten, dass sie noch weiter genutzt werden können. Wenn ich irgendwo eine Information habe und die fließt vielleicht in einen Wikipedia-Artikel ein, dann ist das großartig, das ist toll. Und wenn es ihn erweitert, bunter macht, wissenswerter macht, spannender macht, dann ist das klasse. Wenn an einer anderen Stelle die gleiche Information genommen wird, um daraus noch etwas anderes zu bilden, in einem völlig anderen Kontext. Und sei es, wir hatten das gerade auch kurz angesprochen, Liam hatte das angesprochen, als Information zu einem Ausstellungsobjekt in einem Museum abrufbar ist, dann ist das die Art von Mehrwert, nach der wir auch suchen, in der wir über das zentrale Objekt Wikipedia hinaus auch eigentlich Sinn und Zweck unserer Aktivitäten sehen. Das ist sehr wichtig. Wenn ich auf Europa gucke, denke ich, dass wir hier, und das sieht man ja auch an Veranstaltungen wie diesen und an vielen anderen, die in Europa bereits stattgefunden haben, schon in diesem Jahr auch, dass dort auch ein Austausch zwischen unterschiedlichen Playern in diesem Feld irgendwo beginnt. Und auch sich festigt, dadurch, dass sich Gesichter wiedersehen, dadurch, dass auch Partnerschaften geschlossen werden, dadurch, dass aus den Erfahrungen gelernt wird und man auch bei manchen Sachen sagt, auf diese Art und Weise, so machen wir das nicht nochmal. Wenn ich allerdings auch mit meiner Wikimedia Foundation Brille auf der Nase mal auf unsere gesamte Welt schaue, dann muss ich aber auch einfach sagen, dass wir auch an vielen Stellen die Art und Weise, wie kulturelle Einrichtungen funktionieren, die Art und Weise, wie sie auch mit ihren Objekten und Werten umgehen, noch nicht ganz verstehen. Und da ist noch sehr, sehr viel Arbeit zu leisten. Also wir haben ja halt nicht nur europäische Kultur, die irgendwo erhaltenswert ist und die auch verwendbar sein soll, sondern wir haben ja viele, viele andere Länder, in denen auch Kultur existiert. Und wir gucken häufig, und das ist nachvollziehbar, aber trotzdem schade, immer nur in unserem eigenen Umfeld. Was kann ich hier machen, was kann ich mit meinen eigenen Objekten tun? Und das ist ein Fokus, den ich gerne erweitern würde langfristig. Also in diesem Bekenntnis zur Nutzung und zur möglichst wünschenswerten Nutzung werden wir hier, glaube ich, schnell Einigung erzielen. Die Frage ist ja tatsächlich viel auf der Umsetzungsebene zu sehen. Und da interessiert mich nochmal, Herr Vogel, dass Sie zwar in dem von mir schon genannten Interview das Leitbild eines Mitmachmuseums formulieren und den Gedanken der Partizipation hochhalten. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, wir kämpfen als Kuratoren beständig gegen die Entropie. Jetzt frage ich mich, ist das eigentlich schon eine Absage an Citizen Science, allen die Möglichkeiten, hier Allianzen zu Ehrenamtlichen zu stiften, für die man die Türen und Tore öffnet und die man an die Objekte ganz nah ranlässt? Nee, wenn ich davon rede, dass wir gegen die Entropie kämpfen, dann bezieht sich das auf die innere Maschination des Museums, wo eben halt versuchen,
100, 150 Kuratoren und Sammlungspfleger 30 Millionen Objekte zu warten. Das ist der Kampf gegen die Entropie. Nein, ich bin Vorsitzender der European Citizen Science Association, also Bürgerwissenschaften und Partizipation ist für mich ein ganz wichtiges Thema schon lange gewesen. Und die 3D-Digitalisierungsstraße, die Sie zum Beispiel heute Abend bei uns sehen werden, oder auch die SET-Scan-Maschinen, die bei uns laufen, die bringen jetzt 1 bis 2 Millionen Insekten frei verfügbar ins Web. Und wir hoffen, dass sich Amateurwissenschaftler wie auch Wissenschaftler in den Ländern, aus denen die Insekten kommen, sich aktiv mit diesen Sammlungen beschäftigen und uns auch Feedback auf das Ganze geben. Ich habe, hatten Sie ja schon gesagt, Herr Engelmann, vorher mit Pflanzen gearbeitet. Das ist ein bisschen einfacher. Pflanzen sind 2D, wenn die erst einmal tot sind. Jetzt arbeiten wir mit Tieren, die sind 3D, das wird ein bisschen komplizierter, auch mit der Datenmenge. Aber mit den 2D-Sachen bei Pflanzen kriegt man auch immer gleich das Label mit dazu, wo drauf steht, wer, wann, was, warum gesammelt hat. In verschiedensten Sprachen der Welt, das kann man ins Netz stellen und dann können alle sich daran beteiligen, das zu deskribieren. Auf der anderen Seite, weil wir eine haptische Sammlung sind und an der wir Forschung machen, habe ich auch 50 Leute im Haus, die jeden Tag reinkommen und als Amateurwissenschaftler arbeiten. Also die Möglichkeiten sind da unendlich. Natur gibt es überall auf der Welt. Geordnete Natur gibt es nur in Naturkundemuseen und dazwischen gibt es jede Menge Sachen, an denen experimentiert werden kann, wie man damit umgeht. Insbesondere auch mit den verschiedenen Kulturen. Ja, wir haben eine riesige Afrika-Sammlung, könnt ihr euch ja vorstellen. Deutschland hat mal große Teile von Afrika gehabt, die haben wir jetzt alle bei uns hier im Haus. Wenn man jetzt angucken will, wie sich die Biodiversität post-Ebola in Westafrika entwickelt, haben wir die Sammlungen schon dazu. Und wir haben unter Umständen sogar die Sammlungen, aus denen man rauskriegen kann, was die Zwischenwirte für Ebola sind. Das wissen wir nämlich auch noch nicht. Herr Hollmann, Sie sind, ich habe es, glaube ich, eingangs erwähnt, ein echter Archivar aus Schrot und Korn sozusagen, eine lange Laufbahn in dem Bereich. Und es gibt von Ihnen auch einen Beitrag in dem Band, der quasi im Nachgang von Zooanstalten im letzten Jahr auch entstanden ist, wo Sie so sinngemäß sagen, die größte Furcht des Archivars ist ein unstrukturierter Datenbestand. Das bringt ihn um den Schlaf. Und jetzt war es ja, denke ich, auch ein Argument für eine Kooperation, die es mal gab zwischen Wikimedia und Ihrem Haus 2008, 2009, um mal zu experimentieren und mal zu sagen, was ein Entlassen in einen anderen Kosmos von Fotos, was heißt es denn für die Auffindbarkeit? Sind Sie da mittlerweile in Ihren Überlegungen, wie man die Auffindbarkeit auch Ihrer Materialien, damit die Zugänglichmachung noch erleichtern könnte? Sind Sie da weiter? Jetzt 5 Jahre später haben Sie neue Partner auf diesem Wege, weil ansonsten dem Endverbraucher die Google Search zur Verfügung steht, aber vielleicht er nicht weiß, wo finde ich Tools, wo finde ich Möglichkeiten zu recherchieren für meinetwegen wissenschaftliche Arbeit oder sonst was. Ja, das war natürlich damals ein Experiment, bei dem wir uns ein wenig vorgekommen sind wie der Zauberlehrling, der die Geister, die er dann rief, nicht mehr losgeworden ist, weil einfach das die Konsequenzen, die Antworten, die aus der Öffentlichkeit an uns ergangen sind, einfach unser Handling dann überfordert haben, unsere Möglichkeiten, den sich daraus exponentiell entwickelnden Wünschen auch wirklich entsprechen zu können. Das ist natürlich eine fatale Sache und mittlerweile würde ich vielleicht sogar so sagen, die größte Furcht des Archivars ist der unzufriedene Benutzer, der vielleicht sogar ahnt, dass wir etwas für ihn haben oder das Richtige für ihn haben, aber dem wir nicht auf die Spur bringen können. Nein, es gibt einen Paradigmenwechsel, den Archivare von Schrot und Korn, die das mit Leidenschaft machen, auch vollziehen mussten und vollziehen müssen noch, nämlich der zu erkennen, dass das Archiv eben nicht nur noch in den 4 Wänden stattfindet, die wir darstellen, sondern dass wir auch die Nutzung unserer Medien im weitesten Sinne, Akten, Fotos, was auch immer, über das Internet als Benutzung zu realisieren und zu bewerten, was wir uns lange Zeit gewährt haben zu tun. Unter diesem Aspekt steigt dann natürlich auch für uns das Bewusstsein von Relevanz, wenn ich dann sehe, dass etwas, dass ein Aktenband, den wir in unserem Lesesaal vielleicht 5 oder 10 Mal im Jahr zur Benutzung vorlegen, dass das gleiche Archivgut als Digitalisat jeden Tag 5 oder 10 Mal zugegriffen wird, sobald es im Internet ist. Das sieht man bei den Kabinettsprotokollen.
mittlerweile werden die nur noch als Buch nur noch 50 Mal verkauft. Aber wir haben Millionen Hits im Internet und von Leuten, die sich darin aufhalten. Nein, wir sind jetzt schon dabei zu suchen in den verschiedensten Feldern. Das ist schon ziemlich stressig, zu überlegen, was gerade so in einer Zeit der aufkommenden Zentenarien und was auch immer da an Material bei uns relevant sein könnte, uns aufzustellen und zu versuchen, bestimmte Dinge dann auch nutzerspezifisch und am Interesse der Nutzer orientiert bereitzustellen. Ob das jetzt, was den Ersten Weltkrieg anging, wo wir versucht haben, Medien diversifiziert, Dinge einem interessierten Publikum bereitzustellen, sei es, dass wir Kooperationen eingehen, wo wir im Prinzip der liefernde Partner sind, wie LEMO mit der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und dem DHM oder anderen Institutionen, die eigentlich unsere Nutzer sind, aber die das, was das Bundesarchiv zu bieten hat, nutzt und präsentieren und damit dann den Mehrwert des Wissens, das wir verwalten, dann auch in ein Publikum hineinbringen. Von daher, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, was wir in den nächsten Jahren ganz genau und detailliert digitalisieren werden, aber das ist völlig klar, dass in dem Fall, in dem das Bundesarchiv und andere Archive auch da weiter Abstinenz üben, wir unserer eigenen Marginalisierung Vorschub leisten würden. Und ich sag mal, das Problem ist erkannt und wir halten dagegen. Wie ist es vor dem Hintergrund von auch Ressourcenproblemen, die man ganz objektiv hat, wenn man auf so großen, wenn man so große Bestände eben auch vor sich hat? Inwieweit gibt es nicht doch Überlegungen? Es ist vorhin mal abgefragt worden, wer arbeitet mit Ehrenamtlichen zusammen in seiner Institution? Es sind recht wenige Hände hochgegangen, in dem Sinne auch das digitale Ehrenamt zu profilieren. Also vielleicht auch eine Einladung anzusprechen an die Leute, die sich aus Interesse mit diesen Themen beschäftigen. Und insofern eine schöne Situation für beide Seiten entstünde. Das betrifft ja nicht nur Ihr Haus tatsächlich, sondern es ist eine ganz generelle Frage. Ja, ich gebe zu, Sie erwischen mich auf dem falschen Fuß, denn mit der Frage mussten wir uns bisher nicht auseinandersetzen. Ja. Also die Frage, dass jemand bei uns als iVolunteer arbeiten möchte, hat sich bisher, soweit ich weiß, noch nicht gestellt. Ich kann immer wieder sagen, das Problem ist die Zahl der Baustellen. Also eine Institution wirkt immer gleich ziemlich groß, wenn man die reine Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sieht. Wenn man aber auf der anderen Seite sieht, was die Aufgaben sind, müssen wir uns schon konzentrieren. Der Gedanke, aber man muss schon mit Partnern experimentieren und wir versuchen das ja auch. Aber was ich fürchte sind, das gestehe ich ganz offen ein, was ich fürchte sind, Experimente, die dann entweder auf halbem Weg stehen bleiben, weil wir selber nicht mehr können, weil es eventuell ganz zentrale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da drin involviert waren, ausfallen, aus welchen Gründen noch immer, oder wir am Ende über die notwendigen finanziellen Ressourcen nicht verfügen. Das ist die Katastrophe, weil wir dann in den Medien auch über die Bank gestreckt werden, weil es dann heißt, die Institution entzieht sich. Jetzt heißt es normalerweise, jede Schlagzeile ist gut, auch wenn sie schlecht ist. Aber ich kann immer nur wieder sagen, der Wille, in diesen Dingen zu experimentieren, ist schon da. Herr Kaiser, man könnte sagen, wir haben kurz über das Standbein gesprochen. Das Spielbein ist die Tätigkeit für Urbana Creative. Wo ich jetzt zuerst mal die Frage stellen möchte, ist hiermit intendiert, im Grunde genommen in erster Linie Vermittlungsarbeit zu leisten, um die große Aggregationsplattform jetzt mal abheben zu lassen in den nächsten Jahren? Oder ist es sogar mehr? Ist es auch Incubator für Projektteilnehmer, die da zusammenfinden und vielleicht auch Mittel bekommen für ihre Arbeit? Also das Urbana Creative Projekt ist tatsächlich beides. Also einerseits soll es vermitteln zwischen Kulturinstitutionen, zu deren Aufgabe es unserer Meinung nach zählt, weiter Nutzung ihrer Bestände zu ermöglichen. Also das heißt, der nächste Schritt nach der Digitalisierung. Und dann diese Schnittstelle herzustellen zu den Playern aus den Creative Industries und die beiden in ein Gespräch miteinander zu bringen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die Europeana, das ist ja heute von einem Redner angesprochen worden, zu unterstützen in ihrem Move von vor allem ein Portal zu sein, in Richtung eine Plattform zu sein, auf deren Basis andere interessante Dinge entwickeln können.
was wir in dem Projekt machen, wir haben eine Reihe von Creative Industry Partnern dabei, mit denen wir Piloten entwickeln. Da gehen wir sehr spielerisch vor. Da machen, also das ist wirklich in Form von Co-Creation Activities, wo wir Dinge entwickeln, um zu zeigen, was könnte man an interessanten Dingen tun auf Basis von Kulturobjekten. Also wir haben da zum Beispiel ein Ding entwickelt, das heißt Van Gogh Yourself. Das ist eine Applikation, die auf Mobiltelefonen läuft und wo man historische Bilder in Gemäldesammlungen nachstellen kann als Benutzer. Das ist also sehr, sehr, sehr gut angekommen und ist ein spielerischer Umgang mit Kulturobjekten. Gleichzeitig machen wir sogenannte Challenges mit Kreativindustrien, wo wir Wettbewerbe ausschreiben, um Ideen einzureichen, interessante Dinge, die mit Beständen gemacht werden können. Wir haben dann eine Jury, die die besten Ideen auswählt, haben dann Events, wo die Institutionen diese Dinge pitchen können und es werden dann ein, zwei erfolgversprechende Ideen ausgewählt und die begleiten wir dann tatsächlich über einen Zeitraum von 3 bis 4 Monaten, um aus dieser Idee im besten Fall ein Produkt zu machen. Und das ist dann in Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Kulturinstitutionen, der Europäer, technischen Partnern, aber auch Investoren, Netzwerken, die Business Model Experten sind etc., um daraus was Brauchbares zu machen. Also es ist aber, das Ganze ist sehr experimentell. Sie wissen, dass wir in Berlin auf einem kleineren Rahmen aber sowas ganz Ähnliches gemacht haben mit dem Projekt Coding Da Vinci. Ja. Dankenswerterweise auch sehr interessante Inhalte aus Ihrem Haus dafür nutzen durften. Trotzdem habe ich so ein bisschen Angst davor, dass wir uns jetzt vielleicht verzetteln, indem wir zwar den gleichen Ansatz haben, Institutionen und Kreativwirtschaft und aber auch Open Source Bewegung zusammenzubringen, aber bei aller Entstehung von Plattformen irgendwie die Gesamtschau vielleicht aus dem Blick gerät. Also wie könnte man, braucht es dafür dann wieder eine übergeordnete Plattform, was das Problem nicht richtig löst? Also wie können wir die Sichtbarkeit von Anwendungen erhöhen, die sich zum Beispiel über das Meshen von Daten ergeben und damit eigentlich auch gesellschaftlich einen Mehrwert, sei es ökonomischer Art, sei es aber auch kultureller Art, demonstrieren können? Haben Sie dann einen Ansatzpunkt für? Ich glaube, wir müssen generell als Kulturinstitutionen noch einiges lernen. Das ist auch, sind auch Erfahrungen, die wir jetzt im Rahmen dieses Europeana Creative Projekts gemacht haben. Also wir müssen sehr viel in unsere Datenqualität investieren. Wir haben jetzt also große Digitalisierungsprojekte, Millionen von Seiten etc., aber wie viel davon ist jetzt wirklich weiter nutzbar für eine kreative, brauchbare Anwendung, die wirklich einen Unterschied macht? Wie viele der Digitalisate, die wir herstellen, sind wirklich in einer ausreichenden Auflösung, Qualität? Wie viele der Digitalisate haben die Lizenz, die notwendig ist, dass diese Dinge wirklich weiter benutzt werden können? Wie stellen wir diese Dinge zur Verfügung? Können die überhaupt gefunden werden? Haben wir so ein allgemeines Portal, wo man dann stundenlang suchen muss, um vielleicht ein Objekt zu finden, das man weiter benutzen kann? Also das heißt, wir müssen einen viel engeren Dialog mit möglichen Weiternutzern treten, was die nämlich wirklich brauchen, woran sie interessiert sind. Und ich denke, dann kommen wirklich brauchbare Dinge dabei heraus bei diesen Projekten. Dinge, die einen Unterschied machen. Herr Fendt, haben Sie vielleicht mal ein Beispiel parat über die Art und Weise, wie man Daten aus dem Kultursektor benutzt, um etwas Neues zu schaffen? Denn wir hatten vorhin zum Beispiel natürlich das Beispiel Ngram, was mittlerweile auch sozusagen eine geläufige Geschichte ist, auch für die Literaturwissenschaften, auch so peu à peu Eingang findet in die entsprechende Forschung. Haben Sie noch was parat für uns? Ja, es gibt natürlich zahlreiche Beispiele aus diesem Bereich. Ich glaube, man muss vielleicht vorschicken, jetzt aus den digitalen Geisteswissenschaften kommen ja auch zwei methodologische Ansätze ins Spiel. Das eine ist dieses Close Reading, also eine sehr genaue Analyse eines Textes, eines Objektes, sei es ein Medienobjekt. Und auf der anderen Seite, was bezeichnet wird als Distant Reading. Das heißt, und da kommt natürlich dann Big Data herein und so weiter, wo man sehr viel auf einer anderen Ebene Zusammenhänge sehen kann. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld spielen sich eigentlich diese ganzen Projekte auch ab, dass man sagen kann, wie kann man immer wieder neue Fragestellungen an die Objekte richten,
durch unterschiedliche Tools, durch unterschiedliche Repräsentationen, sei es durch Visualisierung oder über Datenaufbereitung, über Faceted Browsers zum Beispiel. Da gibt es immer wieder Möglichkeiten, um eine neue Spielrichtung zu finden, wie man auf neue Fragestellungen kommt, aber auch weiterfragen kann. Und Sie haben nach einem Beispiel gefragt. Wir arbeiten an einem Projekt, und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Projekt, mit der Comédie Française in Paris. Es geht darum, es ist eben ein transnationales Projekt. Es gibt internationale Wissenschaftler, Theaterwissenschaftler, die da zusammenarbeiten, wie eben als der technologische Partner. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass dieses alles Partner sind. Ja, wir sitzen in einem Boot, die sagen nicht, entwickelt was für uns, sondern es gibt einen ständigen Austausch. Es geht darum, die Comédie Française hat als Truppe des Königs seit 1680 tägliche Aufzeichnungen ihrer Eintrittskartenverkäufe. Ja, da fragt man sich, wieso könnte das überhaupt interessant sein? Also natürlich für einen Theaterwissenschaftler ist das sehr interessant, weil wie hat sich ein Repertoire über die Zeit entwickelt? Wann wurden bestimmte Autoren populär? Gibt es da einen Zusammenhang mit politischen Entwicklungen? Besonders spannend natürlich, wie hat sich das in den Jahren vor der Französischen Revolution entwickelt? Was wir gemacht haben, wir haben eben mit der Comédie Française, mit dem Archiv zusammengearbeitet, die am Anfang sehr zögerlich waren, ihre Daten überhaupt zur Verfügung zu stellen. Wir haben sie digitalisiert, haben sie dann in einem Crowd, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in einer kleinen Gruppe aufbereitet, dass sie jetzt in der Datenbank zur Verfügung stehen, Visualisierungstools gebaut. Und was jetzt eben entsteht, ist eben sehr interessant. Es geht nicht mehr nur um die Originalquellen, sondern es geht auch um die Interpretation. Und da müssen wir, glaube ich, sehen, wie können wir diese beiden Aspekte zusammenbringen. Wenn wir auf das Bild vom Talmud schauen, es gibt die Mishnah, es gibt die Gemara, das sind die Originaldokumente, aber es gibt den ganzen interpretatorischen Kontext drumherum und das ist eigentlich in einem Objekt vereint. Ja, worüber wir jetzt sprechen, ist, wir haben auf der einen Seite Quellen, aber die Interpretation dieser Quellen findet an anderer Stelle statt. Wie können wir diese beiden Aspekte zusammenbringen, dass sie als Gesamtheit, als Kontext zur Verfügung stehen? Ungeahnte Möglichkeiten auch für die reichhaltige deutschsprachige Theaterlandschaft. Demnächst muss man sich beim Aufstellen eines Spielplans nicht mehr entscheiden zwischen Applaus vom Abonnementpublikum oder Applaus vom Feuilleton. So macht es data-driven und evidenzbasiert. Ich glaube aber, dass das nicht ganz im Sinne wäre der künstlerischen Produktion. Alice, nochmal, was können wir eigentlich tun? Wir haben, und das war auch im Vortrag von Liam Wyatt sehr deutlich, wir haben bis jetzt natürlich unsere Freiwilligen immer dann ins Spiel gebracht, wenn es darum ging, auf lokaler Ebene mal Dinge auszuloten, mal Dinge auszuprobieren mit Institutionen. Ich denke, wir haben aber auch ein Angebot zu machen, und das ist hier, glaube ich, teilweise auch schon bekannt, was die Zukunft von strukturierten Daten angeht, und das nämlich auch mit einem relativ revolutionären Ansatz. Ja, durchaus. Ein revolutionärer Ansatz und auch ein Ansatz, der, finde ich, einer Hinterfragung auch durchaus standhalten kann. Das Projekt Wikidata, das Wikimedia Deutschland im Auftrag der Wikimedia Foundation auf die Beine gestellt hat und entwickelt hat, ist eine Plattform für strukturierte Metadaten, was, finde ich, erstmal nicht besonders sexy klingt. Und wenn man reinguckt, so auf den allerersten Blick, ist das auch einfach, ja, da stehen irgendwelche Items. Das ist nicht lesbar in dem Sinne, dass ich da jetzt direkt eine vollständige Information raushole, aber es wächst und wächst. Und die Daten, die dort zur Verfügung stehen, die stehen unter CC0 zur Verfügung, das heißt, die sind ohne Beschränkungen nutzbar. Und wenn ich daran denke, dass sich gerade vor ein paar Minuten mein Bild vom Internet etwas verändert hat, als ich gehört habe, dass 30.000 Insekten darin entlassen wurden, und ich hoffe, dass es noch viel, viel mehr werden, damit mir eins von denen auch irgendwann dann mal begegnet, dann ist auch meine Idee dahinter, die Metadaten, die zu diesen Objekten ja alle erfasst sind, könnten die nicht auch bei Wikidata erfasst sein? Könnten die nicht auch als, nicht als zusätzlicher Aufwand, sondern eher als ein
Experiment der kleinen Schritte, der Schritte, an denen es machbar bleibt, auch wenn sich irgendwelche Variablen innerhalb der Organisation ändern, trotzdem weiterführbar ist. Wenn sowieso diese Metadaten erfasst werden, warum nicht dort? Warum nicht an der Stelle, wo sie letztendlich der gesamten Welt zur Verfügung stehen, wo sie durch eine Einbindung in die bestehenden Wikipedia-Projekte in Artikel integriert werden können und darüber hinaus halt auch meinetwegen in Apps oder andere Sachen eingefügt werden können? Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir sind jetzt sogar dabei, bestimmte Arbeitsprozesse, die bei uns Norm sind, in Form von Wikis festzuhalten. Zum einen, um mit anderen Kollegen, die ähnliche Probleme haben, wie baue ich eine Ausstellung, wie kuratiere ich Sammlungen, in Austausch zu treten. Aber wir haben auch keine Probleme damit, das frei verfügbar zu machen. Wir können ja nur davon lernen. Ich glaube, eine Sache, die hier auch ein bisschen durchgeklungen ist, ist, dass wir uns daran gewöhnen müssen, auch als Professoren oder sonst was, dass die Deutungshoheit jetzt nicht mehr bei uns liegen wird, in ganz, ganz vielen Sachen, und dass wir uns mit einer ganz anderen Art von Kommunikation und so weiter und so fort für die Privilegien, die wir einfordern, indem wir diese Sammlungen kuratieren, in Anführungszeichen, müssen wir uns weiter rechtfertigen. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache, und da können uns alle bei helfen. Herr Vogel, Sie haben mir meinen Schlusssatz so ein bisschen kaputt gemacht, den muss ich jetzt streichen. Ich kriege hier schon hektisch Zeichen entgegengehalten. Es ist auch in der Tat schade, dass wir nur 45 Minuten zur Verfügung hatten. Ich denke aber, dass im Laufe der Konferenz auch die Möglichkeit da sein wird, mit den Beteiligten auf dem Podium auch zu sprechen. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich auch einladen, heute Abend die sogenannte Werkschau auch zu besuchen im Naturkundemuseum. Nicht nur, weil Herr Vogel uns dann sehr stolz sehr viele Dinge zeigen wird, sondern auch, weil das Beste von Zugang gestalten immer der Austausch ist über konkrete Beispiele, konkrete Praktiken, die man auch für die eigene Institution wieder nutzbar machen kann. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank an das Podium und an Sie für Ihre Geduld.